Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich heute für euch auf dem PTR zu Patch 8.3 und hier wollte ich mir mal die ganzen Achievements anschauen, die neu aufgespielt worden sind. Patch geht ja jetzt bald live und ich dachte mir, ich bereite mich jetzt schon mal so ein bisschen seelisch-mental auf die Erfolge vor und da möchte ich euch bei meiner kleinen Entdeckungsreise mitnehmen und wir gucken uns zusammen mal die neuen Achievements an. Ich habe jetzt den PTR nicht wirklich ins kleinste Detail alles gespielt, also vieles ist natürlich hier auch spekulativ, aber wir wollen uns jetzt einfach mal grob die Erfolge angucken, die so dazu kommen und ja, wer da Bock hat, kann gerne dranbleiben. So, als allererstes schauen wir mal hier, wie viel haben wir denn jetzt gesamt? Wir sind jetzt bei 3910 Achievements, also sind doch ein paar dazugekommen und ja, als allererstes schauen wir mal bei Charakter. Übrigens, wenn hier unten an der Seite irgendwie dran steht 288 von 296, dann sind es nicht unbedingt alle neuen, weil auf dem PTR wird manches nicht kopiert. Heißt, dementsprechend kann auch sein, dass da ein paar alte Buggy dabei sind. Aber da werde ich dann was dazu sagen. Bei Charakter sind anscheinend keine neuen Achievements dabei. Die haben wir schon alle gehabt. Dann bei Quests haben wir ein paar neue. Und zwar im Meta-Menü ist quasi nichts drin, aber, wie er hätte es gedacht, bei Battle for Azeroth sind ein paar neue drin. Und da können wir mal gucken. Wir haben, hier unten sind 4 Stück neu. Die hier oben, die gab es schon alle, die werden bloß hier nicht mitgetrackt. Und dementsprechend haben wir 4 neue Achievements. Das eine, was wir haben, ist Angriff auf Uldum. Und dafür müssen wir die Bewohner von Uldum vor allen Angriffen beschützen. Es sind insgesamt 3 Stück. Und wer das noch nicht weiß, sowohl in Uldum als auch im Tal der ewigen Blüten ist es so, dass es verschiedene Angriffe gibt, die an verschiedenen Positionen sind. Die sind immer, also sie sind nicht gleichzeitig, sondern es ist immer der eine Angriff, der oder der andere da. Also es sind hier verschiedene Mobs, die auch kommen. Das Schwarze Imperium haben wir. Dann haben wir die Akir zum Beispiel und Vorstoß der Amatet. Oder wenn man die aussprechen mag. Also es kommen dann tatsächlich auch verschiedene Mobs. Es sind auch verschiedene Rares dann da. Und auch verschiedene Rares, die dann Mounts droppen und so weiter. Also sprich, da gibt es dann 3 Stück. Und das sowohl in Uldum als auch im Tal der ewigen Blüten. Heißt, das sind die beiden Achievements. Dann haben wir alles verschlingend. Dafür müssen wir ja, diese verschlingenden Mäuler abschließen. Da gibt es anscheinend 7 verschiedene. Die habe ich beim Durchspielen von dem Tal schon gesehen. Ich meine, das müssten die sein. Da gibt es so ein Maul, wo man draufklicken kann. Dann kommt man unten in so einen Raum und unten kann man dann Mobs töten und kriegt dann so Debuffs. War relativ ätzend, muss ich sagen, das zu machen. Ich schätze mal, da muss man diese ganzen Mäuler quasi einmal clearen, dass man dieses Achievement kriegt. Dann müssen wir Ende des Verderbens, müssen wir quasi den Geschichtsstrang einmal komplett abschließen. Und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir dieses Achievement. Das ist quasi die Kampagne, die es dann gibt. Jetzt ist es ja keine War-Campaign mehr, sondern quasi die Kampagne vom Schwarzen Imperium. Und das sind auch schon die Quest-Sachen, relativ wenig tatsächlich. Dann gucken wir mal bei Erkunden rein, da müsste ein bisschen mehr sein. Im Meta-Menü haben wir natürlich nichts, in den alten dürfte nichts dazukommen. Und bei Battle for Azeroth haben wir dann ein paar Geschichten. Und was ist das? 3 sind hier neu. Das hier ist das Taschen-Achievement, das ich auf dem Live-Server eigentlich habe, aber hier wird es irgendwie nicht angezeigt. Egal, was müssen wir machen? Gleich noch seltener schimpft sich das. Und dafür müssen wir 250 seltene Kreaturen in Uldum oder im Tal der ewigen Blüten während eines Angriffs bezwingen. Ich schätze jetzt mal, eines Angriffs bezeichnet nicht, dass wir 250 in einem Angriff machen müssen, sondern während eines Angriffs in den beiden Zonen. Heißt wahrscheinlich zählt das komplett mit, weil ich denke mal nicht, dass man während eines Angriffs 250 Rares killen kann, weil einfach so viele Rares gar nicht vorhanden sind. Ja? Also das wird wahrscheinlich eine Sache sein, die man über Zeit freischaltet, indem man einfach diese Rares immer wieder umboxt. Ist hier kein Count-wise Achievement, also Char-bezogen. Heißt, wenn ihr das schnell machen wollt, müsst ihr wahrscheinlich immer alle Rares töten, die im jeweiligen Angriff dabei sind. Dann haben wir Kampf gegen die Verderbnis. Tötet eine Verderbniskreatur jeder Art in Uldum und im Tal der ewigen Blüten während des Angriffs des Schwarzen Imperiums. Okay, also da sind alle möglichen Mobs drin, muss man einmal töten. Ich denke mal, das dürfte nicht so schwer sein. Dann haben wir, es ist kein Tumor. Zerstört 1000 Verderbnistumore in Uldum oder ein Tal der ewigen Blüten während eines Angriffs des Schwarzen Imperiums. Also ich denke auch, das hier ist während eines Angriffs nicht auf 1 bezogen, sondern irgendein Angriff, der quasi da kommt. Okay, das
scheint mir jetzt auch nicht so krass zu sein. Es ist tatsächlich kein Achievement da, dass man jeden Rare killen muss, jeden verschiedenen, ne? Das wundert mich so ein bisschen. Es ist bloß auf Masse und hier auch, also es sind nur Massen-Achievements. Es ist relativ gut, weil wer sich an Mechagon und Nahsyatar zurückerinnern mag, da gab es dann Rares, die nur alle hui mal da sind. Und das war halt teilweise schon echt ätzend, die alle zu kriegen. Und das scheint mir wesentlich erfolgshunterfreundlicher zu sein hier mit den Achievements. Dann schauen wir mal weiter bei Spieler gegen Spieler. Im Meta-Frame haben wir nichts Neues drin, bei Ehre ist auch nichts Neues drin. Gut, das sind alte Sachen, die schon drin waren. Es müssten aber hier ein neues BG geben. Jetzt müssen wir mal gucken, Welt haben wir auch nichts. Hier Tiefenwindschlucht. Und zwar wird die Tiefenwindschlucht neu aufgelegt. Gibt es auch eine neue Map? Das ist jetzt ähnlich wie Arathi mit Basen. Werde ich vielleicht auch mal ein Video machen, sobald es dann live ist, wie das sich genau spielt. Auf jeden Fall behaltet euch im Hinterkopf. Es ist quasi neu aufgelegt und dementsprechend gibt es neue Achievements. Jetzt haben wir hier Marktdominanz. Erringt 100 Siege in der Tiefenwindschlucht, während ihr den Markt kontrolliert. Und das ist halt ätzend. Erstmal, das wird halt eins der ätzendsten Achievements überhaupt sein. Ihr müsst überlegen, ihr müsst 100 Mal gewinnen, ja? 100 Mal müsst ihr das BG gewinnen. Und wenn ihr jetzt wie ich Allianz-Spieler seid, dann wisst ihr vielleicht, dass das ätzend sein wird. Heißt, normalerweise wird man rechnen, okay, man gewinnt 50-50, ne? Also schon mal 200 Games in der Tiefenwindschlucht. Als Allianz kannst du wahrscheinlich eher sagen, du gewinnst jedes dritte oder so, ja? Kannst schon mal sagen, 300 Games, dass du spielen musst. Dann musst du aber noch jedes Mal den Markt kontrollieren und ich schätze mal, das wird ätzend werden, weil die gegnerische Fraktion vielleicht auch den Markt dann kontrollieren wird. Also wird wahrscheinlich nicht möglich sein, bei jedem Gewinn auch den Markt zu kontrollieren. Dann kannst du vielleicht das nochmal verdoppeln und wahrscheinlich bist du dann irgendwas bei 5, 6, 7, vielleicht 1000 Mal, wo du diese blöde Tiefenwindschlucht spielen musst. Also das könnte richtig, richtig ätzend werden, dieses Achievement abzuschließen. Ich weiß nicht, was sich Blizzard dabei gedacht hat, aber es bringt wenigstens 20 Punkte. Ja? Muss man schon mal sagen. Okay, was haben wir dann? Übersättigt, esst in 50 Kämpfen, gekochtes oder Festmähler, um satt zu werden, bevor die Schlacht des Tiefen beginnt. Ah, okay, das ist easy. Also geht in das BG rein, haut die Festmähler rein, easy. Gut, ihr müsst wahrscheinlich ein paar hundert Mal rein, um das zu machen. Heißt, das habt ihr auf jeden Fall mit drin. Dann ordentlich eingeschenkt, trinkt das Sturmgebräu in der Tiefenschlucht und sammelt 150 ehrenhafte Siege, während ihr dessen Wirkung spürt. Gut, ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Sturmgebräu drin ist, ne? Aber ich schätze mal, 150 Siege zu machen, während das Gebräu wirkt, dürfte jetzt nicht so krass sein. Wie gesagt, ihr müsst ein paar hundert Mal rein für das Achievement. Ich nehme mal an, das macht ihr nebenbei relativ easy mit. Das sind tatsächlich alle neuen PvP-Achievements. Mehr scheint es hier nicht zu geben, wobei mir hier jetzt noch ein paar mehr angezeigt werden. Mir werden fünf angezeigt, die mir fehlen. Hier sind es bloß drei. Irgendwo muss noch was anderes sein, außer es ist natürlich hidden. Schauen wir nochmal durch. Ah, Ashran backt natürlich rum. Da sind zwei, die ich jetzt einfach nur auf dem PTR nicht habe. Okay, gut. Dann sind es tatsächlich nur drei PvP-Achievements. Aber in der Tiefenwindschlucht werden wir uns wahrscheinlich die ein oder andere Stunde aufhalten. Dann schauen wir bei Dungeon Schlachtzügen rein. Hier, wie hätte es anders sein sollen? Wir haben natürlich ein neues Meta-Achievement für den Palast. Diesmal haben wir 12 Bosse. Heißt, wir haben das Meta-Achievement plus wir haben dann für jeden Boss ein Achievement, dass wir ihn einmal umboxen müssen im Mythic-Modus. Das müsste hier unten sein. Also 12 Bosse im Mythic-Modus, da brauchen wir, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Und dann haben wir natürlich für jeden Boss nochmal an sich ein eigenes Achievement, dass wir ihn, was wir bei dem Boss jeweils absolvieren müssen. Ich würde sagen, über die gehen wir nicht drüber. Das würde Sinn machen, wenn wir jetzt die Bosskämpfe kennen würden. Ich kenne sie nicht, weil ich auch kein PTR-Raid-Testing gemacht habe. Dementsprechend, ja, wenn du die Bosse nicht kennst, bringt dir es auch nichts zu wissen, was du bei den Bossen machen musst. Und was haben wir hier zusätzlich auch noch? Ja, klar, jeden Wing einmal umhauen. Wir haben quasi die ersten drei Bosse, das ist ein Wing, die nächsten vier, dann nochmal drei und die letzten beiden quasi. Also vier verschiedene Teile, die wir haben, sind relativ viele Achievements. Haben wir 12, 24 und dann nochmal 4 sind 28 Achievements, die da offen sind. Und ja, da mir jetzt noch zwei alte fehlen, sind es dann 30 Achievements, oder? Die ich brauche. Was haben wir denn? 23 plus 5
14, das sind mehr tatsächlich. Wahrscheinlich ist nochmal irgendwo anders was dabei. Oder es wird was nicht mitgezählt. Ah, okay, schau mal hier. Tut es mir irgendwelche Draenor-Schlachtzüge nicht zählen, aber ich schätze mal nicht, dass die Achievements neu sind, sondern die buggen halt einfach nur bei dem Char rum. Oder ich habe das damals auf einem anderen Char gemacht und ja, beim Kopieren ist da der Fehler. Aber es sind schon anscheinend 28 Achievements bei Dungeon-Schlachtzüge. Zusätzlich gibt es noch eine Heldentat, die wir durch alle Mythic Plus Dungeons 15 in Time bekommen. Wie gesagt, das ist dann eine Heldentat, deswegen wird die hier nicht aufgezeigt. Und da bekommen wir auch einen Mount. Habe ich ja auch schon in meinem Mount-Video gezeigt. Dann bei Berufe, was haben wir da Neues? Im Overall-Frame ist nichts Neues. Die Sachen waren, glaube ich, alle schon drin. Genau. Das haben wir auch schon. Die Werkzeuge, also das wird einfach nur nicht mitgezählt. Kochen ist nichts Neues drin. Angeln, schauen wir mal, haben wir da was Neues drin? Nein, das gab es auch schon. Und Archäologie sind, glaube ich, nur Sachen von Draenor, die ich mit einem anderen Char gemacht habe. Genau, das ist quasi hier auch nicht drin. Okay, also Berufe haben wir tatsächlich gar nichts Neues. Obwohl es ja ein paar neue Kochrezepte gibt und man neue Fische angeln kann. Für die Visions of N'Zoth gibt es da neue Rezepte, hatte ich in meinem Berufsvideo schon gezeigt. Und dementsprechend hätte man da vielleicht was machen können, haben sie aber anscheinend nicht gemacht. Bei Ruf haben wir dann natürlich ein neues Achievement für die Volpira und die Mechagnome. Wenn man die freischaltet und erstellt, kriegt man das Achievement. Habe ich vorhin schon gemacht, deswegen habe ich die beiden Erfolge schon. Und dann müsste es noch einen Erfolg geben, dass man die auf 110 hochspielt. Jetzt muss ich mal gucken. Die müssten wahrscheinlich hier auch dabei sein. Genau, Mechagnome, hier haben wir es. Und die Volpira sind da unten. Also hier haben wir quasi vier neue Achievements. Und hier unten gibt es dann natürlich noch die beiden Ruffraktionen. Einmal die Rajani auf Ehrfürchtig bringen. Das sind die im Tal. Und dann einmal in Uldum das Abkommen von Uldum auf Ehrfürchtig bringen. Ist quasi dann auch nochmal, sind zwei weitere. Also haben wir dann insgesamt sechs Ruf-Achievements. Ist jetzt gut. Wie lange die dauern, weiß ich jetzt noch nicht, ne? Aber scheint jetzt nichts zu sein, was irgendwie krass schwierig ist. Ja. Dann bei Weltereignissen haben wir anscheinend auch was Neues. Mal gucken, ob das wirklich was Neues ist oder ob das nur Sachen sind, die so angezeigt werden. Okay, beim Dunkelmond-Jahrmarkt ist da was drin. Und zwar sind hier sechs Achievements. Ja, okay, das sind aber Sachen, die man damals schon hatte. Das Fliegen hatte man damals schon. Ja, das gab es, glaube ich, auch schon mit den Glockenschlägen. Ja, das sind diese Dinger. Also das gab es auch schon. Ich glaube, da ist tatsächlich nichts Neues dabei. Dann bei Haustierkampf haben wir ein neues Haustierkampf-Dungeon. Und zwar müsste das hier der Schwarzfels sein. Das müssen wir abschließen. Dann gibt es auch noch ein Meta-Achievement, dass man alle Alten auch insgesamt mit abschließen muss. Also heißt hier gibt es jetzt mittlerweile vier. Das letzte war ja Stratholm, dann Gnomeregan, dann gab es ja die Todesmine und dann die Höhlen des Wehklagens. Und wenn man dann die alle hat plus das Neue, dann gibt es dementsprechend das Meta-Achievement. Das wird hier irgendwie auf dem PTR auch nicht rübergezogen, dass ich die schon gemacht habe, aber ist ja wurscht, ja. Also die alten habe ich natürlich gemacht, bloß hier werden sie nicht angezeigt. Das sind auch alles alte Achievements. Die gab es auch schon alle davor. Bei Kampf, was haben wir da Neues drin? Das sind auch, soweit ich weiß, alles alte Sachen. Ja, das ist auch nichts Neues, so wie ich das sehe. Und bei Stufe gibt es auch nichts Neues. Also hier tatsächlich nur das neue Haustier-Dungeon abschließen. Und dann habt ihr, wenn ihr die alten schon gemacht habt, auch das Meta-Achievement. Dann bei Erweiterungsfeatures müssen wir mal reingucken. Da haben wir wahrscheinlich ganz unten was Neues bei Inselexpedition. Das wird wahrscheinlich nur nicht mitgetrackt. Es gibt keine neue Insel. Genau, das sind die Sachen, die man vorher auch schon hatte. Kriegsanstrengungen dürfte was Neues drin sein. Und zwar kann man jetzt die Warfront im heroischen Modus abschließen. Ganz ehrlich, das sollte auch nicht schwierig sein. Es wird hier im Moment angezeigt, dass mir zwei fehlen. Da das Achievement immer noch auf dem Live-Server rumbuggt, bei der Rati Warfront quasi alle Dudes einmal zu haben, habe ich das leider noch nicht. Aber da nur zwei Achievements fehlen, gibt es anscheinend hier kein Achievement, dass du dann alle von den Häuptlingen, hätte ich jetzt fast gesagt, von den Bossen quasi besiegen musst, was ich sehr gut finde. Und ich hoffe, zu 8.3 werden sie das Achievement auf der Allianz-Seite, auf der Horn-Seite funktioniert, auf der Allianz-Seite fixen.
drückt uns mal die Daumen, ja, dass das klappt, uns Achievement Farmern. So, das letzte, was wir da haben, ist hier dann Visions of Entzot. Und zwar ist das das neue Feature, wo wir dementsprechend dann auch ein Meta-Achievement haben. Und, Moment, wo haben wir es? Ist es das? Belohnung Kampfhaus hier Nähe. Es müsste auch ein Meta-Achievement für einen Mount geben, zumindest. Aber wahrscheinlich kriegt man das erst, wenn man das hier abgeschlossen hat, wird das angezeigt. Und zwar sind es 20 Achievements und angezeigt werden, warte, fangen wir von oben an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es werden nur 8 von 20 angezeigt. Heißt, viele sind hidden hinter anderen Erfolgen. Und was wir hier haben, schließt die unten aufgeführten Erfolge ab. Also wir müssen einmal die Vision Orgrimmar und Stormwind abschließen. Das haben wir hier unten. Dann haben wir hier noch wertet Ashiari Kamas Tuch des der Entschlossenheit auf Rang 15 ab. Das ist quasi unser Legendary Umhang. Kauft alle Forschungsgegenstände im Titanen-Forschungsarchiv. Okay, das war dieses Skill-Teil, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt, wo man einfach für die Visions of Entzot was skillen kann. Die hatten wir uns hier angeguckt. Erhaltet alle gesichtslosen Masken. Ah, die kann man sich nämlich in den Visions erspielen und dann kann man die Visions schwieriger machen, bekommt dann aber besseren Loot. Okay. Dann schließt alle Ziele einer verströmten Vision mit einer beliebigen aktiven Gesichtsmaske ab. Okay, ich sehe schon, wo das hingeht. Wahrscheinlich gibt es mit einer Maske, mit zwei Masken, mit drei Masken, mit vier Masken, mit fünf Masken. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und dann erhaltet 1000 von diesen verderbten Anhängern. Dann gibt es bestimmt wieder 2000, 5000, 10.000, 100.000, eine Million, eine Trilliarden. Also das wird wahrscheinlich so weitergehen. Und ich schätze, hinter dem Meta-Achievement verbirgt sich dann wahrscheinlich das Overall-Meta-Achievement, wo man dann auch das Mount kriegt, was ich euch im Mount-Video schon gezeigt habe. Also hier gibt es einiges zu tun. 8 werden angezeigt. 20 Achievements gibt es insgesamt. Also in den Visions ist auf jeden Fall ein bisschen Content geboten. Dann schauen wir noch bei den Sammlungen rein. Bei der Spielzeugkiste, das ist Buggy, okay, das habe ich schon, das ist nicht neu. Bei Reittieren gibt es auch nichts Neues. Und bei Vorlagen, wer hätte es gedacht, gibt es zwei neue. Das hier habe ich aus dem Ewigen Palast schon. Aber hier die zwei neuen ist einmal aus dem neuen Raid, aus Nihalota, das Set zusammen haben. Und von der neuen PvP-Season, Season 4, auch das Set zusammen haben. Mehr ist es nicht. Gut, und dann Heldentaten und Dings brauchen wir nicht gucken. Da ist ja dann auch nichts Neues drin. Es werden wahrscheinlich bei... Wohl ist bei Dungeon die Heldentat aufgeführt? Nee, die ist nicht drin, wenn man so eine nicht hat. Ne? Klar, so ist das bei Heldentaten. Aber dieses Achievement gibt es dann quasi wieder für die vierte Season. Und da gibt es dann auch einen Mount, wo man alles plus 15 in-time abschließen muss. Okay, das war's soweit an Achievements. Ich kann euch schon mal sagen, die ätzendsten Sachen wird mit Sicherheit die Tiefenwindschlucht. Da werden wir sehr viel Zeit investieren müssen, um dementsprechend die 100 Wins mit dem Marktplatz oder was es war zu bekommen. Ich schätze und hoffe, dass die das vielleicht auch nochmal nerven werden. Hoffen wir mal, dass Blizzard zu gnädig ist. Das wird wahrscheinlich das, was am längsten Zeit in Anspruch nehmen wird. Es gibt keine Achievements, dass du bestimmte Rares machen musst, nur Massen-Rares. Die ganzen Achievements scheinen jetzt alle nicht sonderlich zeitintensiv zu sein, bis auf die Tiefenwindschlucht. Schwierig wird wahrscheinlich, na klar, Mythic Raid. Vielleicht werden die Mythic Achievements einigermaßen anspruchsvoll. Muss man die normalen Achievements, meine ich nicht die Mythic Achievements, relativ anspruchsvoll. Und ja, an der PvP-Front ändert sich ja tatsächlich nicht viel. Vision of Entzot wird wahrscheinlich interessant mit den Masken. Mal gucken, wie schwierig das wird. Da wird man bestimmt auch die eine oder andere Stunde reininvestieren müssen, um dementsprechend dann das voll zu bekommen. Ja, sonst scheint es aber tatsächlich gar nicht so viel Assi-Achievements zu geben, was mich natürlich freut an der Stelle. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Und vielleicht habt ihr ja schon die eine oder andere Information mehr als ich zu einem Erfolg oder zu anderen Dingen. Schreibt das gerne rein, auch wenn ich was falsch wiedergegeben habe. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da ein bisschen mit der Community interagieren können. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Freude im Patch 8.3, sobald er live ist. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video oder im Stream. Euer Tila, bis dann. Ciao.